Ja, schönen guten Abend, kurz nach 17 Uhr. Der Hörsaal hat sich dann doch noch gut gefühlt und es kommen auch immer noch welche, erfreulich. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Abend, zu dieser Reise eigentlich ins circa 4000 Kilometer entfernte Tasiilaq, zur größten Insel der Welt, nach Grönland. Wir werden uns dafür aber nicht sehr viel bewegen, das ist die gute Nachricht. Aber Sie werden sehr viel sehen hinter mir auf der Leinwand, an Bildern, an Videos und auch sehr viel hören und werden am Ende dann auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und damit wir nicht ganz uninteraktiv sind, gleich mal die erste Frage. War schon jemand von Ihnen in Grönland? Sehr gut. Ein geringer Prozentsatz, das spiegelt die Anzahl der Bevölkerung dort wieder. Und jetzt machen wir noch kurz den Test, damit wir wissen, wie unser Publikum zusammengesetzt ist, aus welchen Instituten Sie kommen. Natürlich machen wir die Naturwissenschaft zum Schluss. Wer kommt denn aus der Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaft? Ja. Wer kommt aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften? Sehr gut, da kommen bis zum Schluss noch welche, wunderbar. Hat sich jemand von den Rechtswissenschaften hierher verirrt? Okay. Interessiert sich wer für katholische Theologie in Grönland? Ja, sehr gut. Geisteswissenschaften? Gut. Und die Naturwissenschaften? Ja, wie erwartet. Aber es wird heute nicht nur um die Naturwissenschaften gehen, sondern wir werden wirklich interdisziplinär durch Grönland reisen, zumindest an der Ostküste entlang. Gut. Ja, wir werden immer mehr interessieren sich für Grönland. Das spiegelt sich übrigens auch im Tourismus wider. Sie kennen Island, jetzt auch in den Nachrichten bekannt durch die Vulkanaktivitäten. Island touristisch sehr interessant, viele fahren dorthin, aber auch in Grönland wird der Tourismus immer mehr. Wie schaut der heutige Abend aus? Wie schon gesagt, Sie werden einige Bilder sehen, Sie werden Videos sehen und Sie werden uns hier sehen. Und haben am Ende dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Worum geht es heute? Es geht nicht nur um Grönland, sondern es geht um die Möglichkeit, in Grönland zu forschen und nicht nur dorthin zu fliegen, sich ein Hotel zu suchen und dann dort wieder abzufahren, sondern wirklich einzutauchen in Grönland und zwar einzutauchen mit der Möglichkeit der grönländischen Forschungsstation der Uni Graz. Die ist sozusagen schon in Betrieb oder kurz davor und die bietet auch sehr viele Möglichkeiten, die Sie haben für die Forschung in Grönland. Es ist sozusagen eine Basis und eine Basis ist es in einem Land, auf einer Insel wie Grönland, extrem wichtig, damit man sich zu Hause fühlt. Ich war, meine erste Grönlandreise 2019, ein Leidenskollege ist sogar da, wir sind den Arctic Circle Trail gegangen, 160 Kilometer in eine Richtung. Da ist die einzige Basis, die man hat, das Zelt. Da wird das zum eigenen Wohnzimmer. Aber interessant war auch die Mythen, die sich um Grönland ranken. Wir werden da heute mit einigen aufräumen, nämlich der Mythos, dass in Grönland immer überall Eis ist. Ja? Zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit. Das ist falsch. Ja? Da sind dann so Tipps gekommen wie, hast du wohl für diesen Arctic Circle Trail eh deine Langlaufski eingepackt? Ja? Nein, wir sind da durch die Wiese gegangen. Oder ein anderer Tipp war, hast du genug Feuerwerkskörper mit gegen die Eisbären? Es gibt in Grönland Eisbären, aber sie sind nicht überall. Ja? Also auch mit diesen Mythen werden wir heute aufräumen, aber primär geht es natürlich um die grönländische Forschungsstation der Uni Graz und wie es dort aussieht, das sehen Sie jetzt. Thank you.
ein Einblick in die Umgebung der Forschungsstation in Ostgrönland, in Tasiilaq. Und wie es dazu gekommen ist, das wird uns jetzt der Rektor der Uni Graz erklären, Peter Riedler. Genau, das ist eh schon die erste Frage. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Danke, Paul Siehorsch, dass du das heute übernommen hast. Wie gesagt, Paul hat es ja selbst schon ein wenig erläutert, seine Affinität zu Grönland ist schon vor unserer gemeinsamen Reise, die wir mit einigen Journalisten gemeinsam unter der Führung von Professor Schöner und gemeinsam mit unserem Sponsor, auf das komme ich gleich zu sprechen, dann durchgeführt haben. Und er hat auch die schönsten Bilder gemacht, gemeinsam mit Robert Karowitz, weil sie beide Drohnen mitgehabt haben. Das erklärt auch, warum es so schöne Luftaufnahmen gibt. Ohne Drohnen keine Chance in dieser Gegend. Und wie ist es dazu gekommen? Eigentlich muss man sagen, ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, was dann der Wolfgang Schöner auch sagen wird. Die Basis ist natürlich die Forschung der Universität Graz, die in diesem Raum auch stattgefunden hat. Und unsere Fokussierung auch auf Klimaaspekte. Und auf die Station selber sind wir eigentlich gekommen, dadurch, dass wir gefunden wurden. Und zwar von Christian Palmers, Christian Palmers, ursprünglich von der Firma Palmers, jetzt Immobilien Palmers, der sich als Polarinteressierter gezeigt hat, ja, und auch studierter Biologe ist und ich glaube, Wolfgang, du kannst das dann noch ein bisschen genauer schildern, aber im Wesentlichen ein E-Mail geschickt hat mit der Bitte, hier Kontakt aufzunehmen und dem Wunsch, eine österreichische Polarstation zu errichten. Da ist übrigens eines der wenigen Fotos von Herrn Palmers gewesen, wo er immer mit der Haube und Sonnenbrille nur zu sehen ist. Ja, wir dürfen es auch veröffentlichen, ist auch sehr wichtig, haben wir ihn extra gefragt. Er hat die Reise, die doch, ich meine, jetzt für nicht wahnsinnig anstrengend war, aber doch für jemanden, der doch schon über 80 Jahre alt ist, auch durchaus herausfordernd, nämlich auch vom Gelände, dass wir dort auch dann bewandert sind. War immer dabei, wollte sie auch nie helfen lassen. Da und dort haben wir es dann vielleicht doch ein bisschen darauf angelegt, hinter und vor ihm zu stehen. Aber in Wirklichkeit sozusagen ein sehr rüstiger, engagierter Mann mit einem großen Interesse an der Region, an der Forschung dort, an verschiedenen Forschungsaspekten, die er großzügig unterstützt. Und so ist das Ganze entstanden, die ersten Gespräche mit Christa Neuper, damals Rektorin, die auch hier bei uns ist. Und so hat sich das entwickelt, die Zusage, etwas zu tun, der Vorschlag, es dort zu machen, in Ostgrönland, eigentlich von Wolfgang Schöner, wenn ich das so sagen darf, nämlich auch die Landschaft betrachtend, wo gibt es schon Forschungsstationen, wo kann man andocken, ohne dass man etwas dupliziert. Das bietet sich dort an. Es gibt eine Station der Universität Kopenhagen, mit der wir einen Kooperationsvertrag haben. Das sind die zwei kleinen Häuser neben unserem großen, wenn man das hier so anschaut. Also wir haben dort, wenn wir es schon gemeinsam haben, machen wir es natürlich ein bisschen größer. Und die Dänen sind daneben, aber die Nutzung wird natürlich international sein und ich denke, da werden wir noch einiges davon hören. Also am Anfang war eigentlich das Interesse und die Kontaktaufnahme von Christian Palmers, der hier mit dem Angebot gekommen ist, eine Station zu finanzieren und dann unser Wunsch ist auch umzusetzen, weil es in unsere Forschungsagenda passt, weil es auch, kann man auch durchaus offen sagen, in unsere Öffentlichkeitsarbeitsaspekte passt, als Klima-Universität, als nachhaltige Universität mit diesen Forschungsthemen auch assoziiert zu werden und das war schon eine Motivation. Und irgendwann einmal haben wir dann gesagt, man muss von der Wagenzusage ins Konzept gehen. Also hier sehen Sie die große Station, das ist unsere. Und das da links ist die dänische. Und irgendwann haben wir gesagt, jede Woche Videokonferenz. Vielleicht kommt auch dazu, dass ich selbst eine gewisse Nordeuropa-Affinität habe und mir es nicht so absurd vorgekommen ist, in Grönland ein Haus zu bauen. Es stehen ja auch andere Häuser dort. Man kann das schon machen, wiewohl gewisse logistische Herausforderungen auch jetzt noch im Raum stehen. Aber wird sich dieser Bau dann gestaltet? War das easy? Hat man dann angerufen, bitte, wir brauchen einen Bauträger, baut das dorthin? Hat man das Land gekauft? Das ist ja in Grönland auch sehr speziell. Wie ist das für Sie? Ist nicht möglich, ja. Also es gibt ein Nutzungsrecht. Wir haben auch unsere Rechtsabteilung, da denke ich, durchaus gefordert. Ich weiß nicht, ob der Herr Pötsch da ist, der sich dann in grönländisches Recht vertieft hat. Das ist auch gar nicht so
vordergründig einfach, ja, weil es Grönland ja kein Teil der Europäischen Union, was den Rechtsbestand betrifft, ist und hat dann besondere Regelungen, die Grundverkehr betreffen. Also wir haben ein Nutzungsrecht bis hin zu Versicherungsfragen. Das ist dann gar nicht so leicht, eine Versicherung zu finden. Ich will es nicht so im Detail ausschildern, aber wenn du nicht entsprechend ein Unternehmen hast, oder dann ist das Versichern auch schwierig. Okay. Eine österreichische Versicherung macht es nur ungern, weil sie sagt, sie haben dann keinen Sachverständigen, der sich den Schaden anschaut. Also okay. Solche Fragen kommen dann natürlich auch dazu. Und wenn wir schon bei der Praxis sind, wir haben jetzt da die Bilder gesehen vom Flughafen, das ist ja echt ein Mini-Flughafen, Schotterpiste, wie kommt man eigentlich nach Tasilak? Ist das ein Direktflug von Graz? Ja, mit einer kleinen Maschine wäre das wahrscheinlich, mit einem gecharterten Hubschrauber wäre es wahrscheinlich denkbar. Das ist natürlich ein Teil, das für uns ein bisschen schwierig oder herausfordernd macht, das beispielsweise das Projekt umzusetzen, weil du vorher gefragt hast. Natürlich gibt es dort Baufirmen, ja. Es gibt halt nur im Wesentlichen eine Firma, mit der musst du in Kontakt kommen. Wir haben die Dänen sozusagen oder eine dänische Firma, ein dänisches Architekturbüro beauftragt, das funktioniert schon. Die praktische Umsetzung ist dann natürlich das Problem. Mhm. Es ist vielleicht auch so, dass die Dänen wieder ein bisschen eine Sonderrolle in Grönland haben, jetzt auch nicht überall diejenigen sind, auf die alle warten, also muss dann schon die lokale Firma auch entsprechend, wobei, wie du es ja selbst erlebt hast, nicht sozusagen die Unternehmer etc. sind zu großen Teilen ja Dänen, aber du musst mit den Leuten arbeiten, die dort sind, die Erfahrung auch haben. Das funktioniert schon, aber wenn man so wie wir über Island fliegt, muss man zuerst mal von Graz nach Island, dann dort mit Übernachtung, dann nach Kulusuk weiter und von dort mit dem Boot oder wenn man es sich leisten kann, so wie die Uni Kopenhagen oder was die Uni Aarhus, nicht, die mit dem Hubschrauber geflogen sind, wir sind mit dem Boot gefahren. Also zu dieser Reise, die man da sieht, war eben Graz bzw. Wien und Amsterdam Island und Island Kulusuk. Und Kulusuk ist der Flughafen, den man da auch kurz sieht, wo wir ausgestiegen sind, also Schotterpiste, und wenn schlechte Sicht ist, geht es wieder zurück nach Island. Das ist übrigens der einzige Flug, wo man 0 Minuten Flugzeit hat, weil man kommt um 16 Uhr an und also fliegt um 16 Uhr weg und kommt um 16 Uhr an. Und dann geht es mit dem Boot nach Tasilak. Und Tasilak ist der Ort, ungefähr 2800 Einwohner und Einwohnerinnen, aber das ist ja nicht ums Eck, die Station, da geht es ja dann noch ein bisschen weiter. Noch einmal eine circa zweistündige Bootsfahrt, nicht? Also Tasilak ist ja doch ein recht urbanes Zentrum, hat also von Bar bis Supermarkt eigentlich eh alles, ja, in gewisser Weise. Aber natürlich von dort zur Station zu kommen, ist insbesondere natürlich, und wir sind gerade noch immer dabei, abzustimmen, wie die endgültige Ausstattung sein wird in der Station. Ganzjahresnutzung oder nicht, ist die Frage. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, wie serviciert man die Dinge, wie kommt man hin? In unserem Fall war es bei recht guten Bedingungen 2 Stunden Bootsfahrt ohne große Übelkeiten. Ja, war Gott sei Dank sehr ruhig, die See, war machbar. Mit so einer Station gibt es ja auch eine gewisse Verantwortung. Das heißt, da hat sich die Uni Graz committed, dass wenn da jetzt alle im Saal anbeißen und forschen wollen, dass das auch möglich ist, dass man da die Forschungsprojekte über die Jahre abarbeiten kann? Ja, ich denke, es ist bei all ähnlich gelagerten Themen immer ein bisschen die Frage, wo beginnt man? Und durch das Angebot von Christian Palmers war schon uns die Frage sehr schnell bei uns, was nehmen wir auch in die Hand? Und jetzt war schon klar, die Summe von Palmers, obwohl sehr großzügig, ist natürlich gedeckelt und klar wird es ständig ein bisschen teurer, nicht? Und man muss sich dann überlegen, wie geht man damit um. Die Frage, gehen wir in Vorleistung gewissermaßen? Setzen wir das Projekt um? Und übernehmen wir mal vor der Hand die laufenden Kosten. Dazu haben wir uns entschlossen. Und das war das Bekenntnis, das wir auch im früheren Rektorat eben auch getroffen haben. Und dazu stehen wir auch. Aber natürlich sind wir jetzt vor der entscheidenden Frage, wie kann man etwas aus der Infrastruktur machen? Das ist übrigens gerade ein Bild, wie dort, das bin sogar ich, wie dort Fisch gegessen wird, vielleicht nicht immer, aber in unserem Fall, also der ganze Fisch wird gekocht, die Galle kommt raus, der Rest wird mit Fingern verzehrt.
Und ja, dieses Commitment haben wir abgegeben und jetzt geht es darum, etwas daraus zu machen, nicht nur im Kernbereich der Forschung, sondern auch in anderen Bereichen, die hier auch ein bisschen auch angerissen wurden am Anfang in der Präsentation, mhm. weil wir tatsächlich die Möglichkeit haben, vor Ort etwas zu tun, weil auch die Gemeinde dort, das war auch ein schönes Erlebnis, ja auf geradezu wartet darauf, dass etwas passiert. Also es ist nicht so, wie ich es mir vielleicht auch gedacht hätte, wird Skepsis gegenüber ausländischen Investoren vielleicht gezeigt oder man will eher unter sich bleiben. Mhm. Wir haben eigentlich das Gegenteil erlebt. Ja. Der Wunsch, möglichst viele Projekte, Personen hinzubekommen, möglichst präsent zu sein. Also wir sind dort schon auch so empfangen worden vom Ort Tassilak, dass man gesehen hat, wir sind da wirklich willkommen und denke, man kann wirklich etwas daraus machen. Die Basis dazu haben wir. Und es war ja deine erste Grönlandreise, oder? Also wir sind übrigens per Du, weil nach so einer Expedition ist man auf jeden Fall per Du. Und es war die erste Grönlandreise? Ja, erst wenn du sagst, nach so einer Expedition, man kann dann auch erst recht bei Sie sein, nach so einer Expedition. Ja, Gott sei Dank nicht. Ja, aber ja, es war meine erste Grönlandreise, wobei ich glaube, meine Frau ist auch hier. Wir wären einmal fast nach Grönland geflogen aus Island, aus rein touristischen Gründen. Und ich habe das eigentlich 20 Jahre lang bedauert. So hat sich auch ein kleiner Kreis geschlossen. Aber war da jedes Mal jemals die Frage auf dieser einwöchigen Tour, wo fließt da unser Geld hin, in irgendwo, ins Nirgendwo? Nein, ich meine, die Frage stellen wir jeden Tag. Gewissermaßen. Ne? Aber, also mein ernst gemeintes, die Frage müssen wir uns auch immer stellen. Nicht? Und das ist ja auch ein Hintergrund sozusagen der Präsentation hier und insbesondere auch für die Uni-Öffentlichkeit. Wir sagen müssen, ja, wir haben eine Station, die zu Großteilen finanziert wurde, wo natürlich Kosten entstehen und wir ein Commitment abgegeben haben, etwas daraus zu machen und davor stehen wir. Und ich denke, die Verpflichtung haben wir natürlich mit öffentlichen Mitteln, das Bestmögliche wissenschaftlich daraus zu machen und das werden wir auch schaffen. Innerhalb des Hauses mit Partnerinnen und Partnern und auch außerhalb, also auch mit der Uni Wien sind wir im Gespräch mit der Akademie der Wissenschaften. Wir wollen hier schon natürlich ein Universität Graz Branding. Ja? Und das war auch ein bisschen so, wenn du dich erinnerst, die Gratwanderung, wie gehen wir um mit der Tafel, also wir wollen jetzt nicht Für Christian Palm muss man vielleicht sagen, war es jetzt nicht so entscheidend, die Universität Graz zu unterstützen, sondern die österreichische Polarforschung in der Tradition von Peyer Weibrecht, Wegener etc., die österreichische Fahne quasi in einer der Polarregionen gewissermaßen wehen zu lassen. Das ist dann aufgrund der Kontakte auch von Wolfgang Schöner Ostgrönland geworden. Und ihm ging es schon auch darum, der österreichischen Forschung hier etwas Gutes zu tun und das werden wir auch tun. Und im Sinne der Vernetzung, die wir natürlich hier anstreben, werden wir das auch so entsprechend umsetzen und denke, da wird auch eines gelingen. Gut, vielen Dank. Wir haben jetzt schon viel über die Station gehört. Jetzt schauen wir uns ein paar Bilder vom Bau der Station an. Wenn man irgendwo im Nirgendwo ist, dann muss es auch gemütlich sein. Ob es das ist, beantworten jetzt die Masterminds hinter der Station Wolfgang Schöner und Robert Galovic. Bitte, stürzt euch zusammen. Stürmen wir uns zusammen. Sehr gut. Gut, Wolfgang Schöner. Wir haben schon gehört, da ist jemand gekommen und
hat gesagt, hier ist Geld, bitte baut was, und dann ist es die Grönlandstation geworden. In wenigen Worten zusammengefasst, ja. Aber im Prinzip muss man dazu sagen, das war ein langer Prozess. Es ist einmal überlegt worden, wo in Grönland oder wo überhaupt in der Arktis ist es sinnvoll, eine Station zu errichten, wie es der Peter vorher auch erwähnt hat. Gibt es ja schon sehr viel Infrastruktur und es ist wichtig, etwas zu überlegen, was einen möglichst großen Mehrwert ergibt. Und Mehrwert in dem Fall war, es ist eine bestehende Station schon vorhanden. Es hat sich die Möglichkeit einer Kooperation, einer wissenschaftlichen Kooperation auch ergeben. Und es ist ein Platz, der sozusagen wissenschaftlich Sinn macht. Und ja, so kurz zusammengefasst, das war sozusagen dann die Wahl, wie wir dort nach Ostgrönland und auf Tasiilaq oder in Speziellen dann auf Sermilik gekommen sind. Ja, zur Wissenschaft kommen wir dann später. Ich bin im Herbst in Spitzbergen, wenn alles gut läuft. Warum nicht Spitzbergen zum Beispiel? Ja, wenn man es ein bisschen sozusagen allgemein formuliert, würde ich sagen, Spitzbergen ist ein bisschen überbevölkert von Wissenschaft. Sozusagen einen Beitrag jetzt noch zu liefern, ist deutlich schwieriger. Sozusagen die Unbekannten sind in Grönland viel, viel größer. Also die Forschungsfragen, die noch zu lösen sind, in Grönland deutlich vielfältiger und sozusagen auch notwendiger, würde ich jetzt sagen, als in Spitzbergen selbst. Die Infrastruktur in Spitzbergen einzigartig, ja, man hat sehr viele Möglichkeiten, aber sozusagen die größere Herausforderung, würde ich sagen, wissenschaftlich und auch von der Umsetzung her ist ganz klar in Grönland. Also wenn schwierig, dann gescheit schwierig. Genau, eine Herausforderung soll es sein. Okay, es steht jetzt diese Station, wir haben den Bau gesehen, sie ist da, wir waren dort, es hängt eine Tafel mit Uni Graz. Und wie soll das jetzt bespielt werden? Technisch auch, ist da Ganzjahresbetrieb möglich, kann da permanent wer hinfahren? Also grundsätzlich planen wir und bereiten das so vor, dass es ganzjahresbetriebsfähig ist. Die große Thematik ist nur, das muss man modular setzen. Das heißt, wir werden nicht von Anbeginn ganzjährig dort sein können, da wir einen extremen Energieaufwand am Beginn haben. Und wir müssen versuchen dort, das sind diese technischen Herausforderungen, den Energieaufwand so weit herunterzuschrauben, dass wir dort oben nachhaltig arbeiten. Man muss sich vorstellen, aktuell wird die Station oder muss die Station sogar mit Dieselaggregaten betrieben werden. Und natürlich, so wie der Peter vorher auch gesagt hat, wir sind eine nachhaltige Universität, werden wir das wirklich radikalst ändern müssen. Das ist nur in der sozusagen Bauphase, in der ersten noch oder in der Finishing-Phase, wie man so schön sagt, notwendig. Aber dann wollen wir komplett nachhaltig die Station betreiben. Das heißt, wir zeigen auch dort, dass mit erneuerbaren Energien ein Betrieb in Grönland, kurz unter dem Polarkreis, möglich ist. Ist jemand von der Technischen Uni zufällig da? Da wird erst gar nicht gefragt. Okay. Ja? Mehr oder weniger? Okay, gut. 50-50. Ah ja, okay. 50-50 Joker. Eh schon jemand involvierter sozusagen. Das heißt, es gibt da noch viele Hürden. Wie schwierig ist es dort überhaupt? Wir haben schon dieses Schiff gesehen, ja, was das Material gebracht hat. Wie schwierig ist es dann eigentlich, dass man dort baut? Also, was wir bis jetzt gesehen haben und natürlich auch erfahren haben, es ist sehr komplex. Es ist jetzt nicht so komplex im Sinne der technischen Durchführung selber, aber die Logistik ist komplex, weil man muss das ganze Material von, also in Grönland wächst einmal nichts. Ja? Man muss einmal sagen, da gibt es kein Beton, also da gibt es kein Betonwerk, kein Zementwerk, es gibt kein Wald, es gibt nichts eigentlich. Ja? Das heißt, es muss alles von Island oder aus Europa einmal nach Tasiilaq transportiert werden. Und von dort gibt es dann natürlich so kleine Trawler, die das Material in der Gegend herumkarren können. Nur, das geht leider nicht das ganze Jahr, wie wir wissen, und es geht auch nicht die ganze Zeit. Das heißt, man hat wirklich die Thematik, dass man dort vom Wetter abhängig ist. Wenn das Wetter nicht mitspielt, steht die Baustelle. Und man kommt gar nicht hin. Aber drinnen ist es drinnen gemütlich? Das war ja sozusagen meine Eingangsfrage an euch. Also, wenn es draußen stürmt und schneit, drinnen alles gut. Ja, also grundsätzlich unser Plan ist, also wir haben da zwei Aspekte. Wir haben einerseits den Sicherheitsaspekt der Forscher. Das heißt, die Station muss den Forschern in diesem extremen Klima eigentlich, ja, also wie wir oben waren, war es nicht extrem, ja, ja. Aber es kann sehr extrem werden. Das heißt, wir haben dort oben Stürme bis zu 200 km/h oder darüber. Wir haben, auch wenn die Eisbären nicht immer vorkommen, aber dennoch die Gefahr der Eisbären. Das heißt, die Station muss einen gewissen Schutz gegen Kälte, Wind,
und tierische Gefahren bieten. Gleichzeitig aber auch natürlich einen Komfort, weil wenn ich dort oben vielleicht einmal 2 Wochen eingesperrt bin, ein Lagerkoller ist nicht gut, deswegen soll es ja für die Forscher auch angenehm sein. Sie sollen sich ja nicht auf das Überleben da oben konzentrieren, weil sonst können sie woanders hingehen, sondern sie sollen ja oben sich auf die Arbeit konzentrieren, sprich auf die richtig wertvolle Forschungsarbeit. Also das heißt, ich schlafe dort in einem normalen Bett? Genau. Und ich koche dort in einer normalen Küche? Genau. Und ich habe Strom? Genau. Ich habe Wasser? Genau. Okay, gut. Fließendes und warm. Sehr gut. Luxus. Und Sie haben den Balkon sicher schon gesehen, der da eingebaut ist. Ich habe gelernt, dass man den braucht, um zu schauen, ob ein Eisbär vor der Tür steht. Dass wer rausgeht, schaut, na, Eisbär, keiner da, kommt's raus. 2 Funktionen des Balkons. Einer, das war so ein Thema, was wir mit dem Architekten gehabt haben, der Wolfgang kann sich erinnern an die Diskussion. Der Architekt hat gemeint, der Balkon, der erreicht, wenn er so ganz kurz vor der Türe ist. Aber man kann weder links noch rechts beim Haus vorbeischauen. Und wir haben gemeint, na, das wäre schon günstig, wenn man dann rausschauen kann, weil unter dem Balkon geht ja die Person dann hinaus. Und wenn der Eisbär gerade um die Ecke kommt, sieht man ihn vom Balkon. Mhm. Na gut, das war der eine Aspekt. Und der andere war natürlich eine Terrasse, weil in den Sommermonaten kann man sich ja draußen ganz normal hinsetzen. Ja, aber der Balkon ist nur von innen begehbar. Das heißt, es gibt nicht einen anderen Zugang auf den Balkon, damit es eben sicher ist, das Objekt. Okay. Und es gibt einen angrenzenden Sandstrand, der im Objekt inkludiert ist. Ja, der ist frei zur Verwendung natürlich, also jeder, der möchte. Wie viel Grad hat es da ungefähr im Sommer, im Winter? Also im Sommer ist es so, wie wenn man bei uns im Hochgebirge ist, ja. Also ein bisschen über 0, wenn es mal wärmer wird, ist es vielleicht 10, 15 Grad, ja. Mhm. Und im Winter bis minus 20, minus 25 Grad, wenn es wirklich kalt ist. Es ist gar nicht so extrem, also für Grönland ist es eher sehr gemäßigt, würde ich sagen. Okay, und die hartgesottenen Personen können baden im Sommer? Ja, absolut. Okay. Sehr erfrischend, aber möglich. Gut, wunderbar. Genau, also die Station ist jetzt fertig, baulich ist alles erledigt. Baulich ist alles erledigt, jetzt geht es um infrastrukturelle Feinheiten, die wir zu erledigen haben und natürlich die Versorgung selber, also das spricht die Primärenergieversorgung. Ja. Das ist natürlich, das wird heuer noch fertiggestellt und ja, das war es dann. Dann ist die Station in Betrieb. Okay, und es gibt eine Person, die das dann auch warten wird oder wie wird das ablaufen, wenn ich jetzt als Gruppe, als Forschungsgruppe, die vielleicht jetzt mit Naturwissenschaft und Forschungsstationen im Outback nichts zu tun hat, wird das alles für mich organisiert sein oder muss ich da dann die Werkzeugkisten mitnehmen und vielleicht da irgendwas schrauben? Sowohl als auch, ja. Genau. Okay. Also, wenn man in so eine Region fährt, dann braucht man immer ein bisschen Eigeninitiative, eigenes Können, um sich in Problemfällen helfen zu können. Ja. Wir werden aber genau deswegen auch, also bei der Station selber, eine gewisse Infrastruktur für Forscher zur Verfügung stellen. Das heißt, das 1x1 quasi, ja, das wird von uns sozusagen provided, inklusive einem Station Handbook, wenn man so schön sagt, dass die Menschen auch wissen, wie verhalte ich mich dort oben richtig. Also das bekommt man schon hier auf der Uni Graz, ja, wenn man dann sagt, man möchte gerne hinauffahren. Inklusive das oben natürlich, also man hat dort oben niemanden und man benötigt natürlich, ich sage jetzt einmal, einen Schraubenzieher und eine Säge gar einmal. Ja? Das heißt, das ist alles in der Station drinnen. Das heißt, die Station ist eigentlich ausgestattet wie ein kleines Militärcamp. Aha. Jetzt vom Technischen. Okay. Es gibt sowas wie einen Standard von anderen Stationen, wo es überall sozusagen ein Handbuch gibt. Was erwartet mich dort? Was muss ich mitbringen? Was muss ich vorher organisieren? Ja? Und das wird bei uns an der Station genauso sein. Also das ist etwas, wo viele Wissenschaftler, die immer wieder dort sind, jetzt nicht an unserer Station, sondern an einer anderen Station, sozusagen schon genau wissen, was auf sie dazukommt. Okay, und wenn ich jetzt als Geisteswissenschaftsgruppe rauffahren möchte, oder als TU-Gruppe oder als Navi-Gruppe oder als Theologie-Gruppe, und ich sage von mir, wir haben alle nur 2 linke Hände, dann ist das trotzdem möglich. Also habe ich da dann eine Unterstützung oder nicht? Weil wenn ich jetzt da oben wäre, ganz alleine, stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Na, ganz alleine wird sowieso niemals jemand oben sein. Ja. Okay. Aber aus Sicherheitsgründen ist es nicht sinnvoll, das zu machen und daher wird es auch nicht sozusagen ermöglicht. Und also es gibt immer eine Unterstützung. Sozusagen. Es gibt immer eine Unterstützung und wenn jemand mehr Unterstützung braucht, dann wird das sicher auch möglich sein. Mhm. Ja. Aber an sich ist es gedacht, Eigenverantwortung und sagen, in
Eigenregie möglichst viel durchzuführen. Also es wird nicht, oder ist prinzipiell nicht angedacht, dass wir einen Stationsleiter vor Ort haben, der immer dort ist. Okay. Und die letzte wichtige Frage noch, gibt es ein WC, wie es wir kennen? Ja. Die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage natürlich, ja. Okay, gut. Ja, dann starten wir jetzt nochmal in ein kurzes Video und dann in den Forschungspart. Ja. Der Chor von Tassilak am Schluss, der für uns gesungen hat bei diesem Ausflug ins Nirgendwo, 4000 Kilometer entfernt. Und man hat schon gesehen, diese Forschungsstation, die steht jetzt zwar an einem Fjord, die ist jetzt nicht ums Eck von Tassilak, aber der Ort ist nicht weit. Das heißt, der Ort an sich bietet eigentlich schon auch die Möglichkeit zu forschen. Absolut. Und es ist ja auch sozusagen, dass Forschung dem Ort zugutekommen soll. Ja? Wenn man sozusagen an die Geschichte der Polarforschung zurückdenkt, war es lange Zeit so, Forscherinnen sind hingefahren, haben irgendwas gemacht und sind wieder nach Hause gefahren. Die Leute vor Ort haben gar nicht gewusst, was da passiert. Ja? Warum kommen die daher, warum fahren die dann wieder weg und was haben sie da überhaupt gemacht? Ja? Das darf es nicht sein, das hat sich deutlich geändert und es ist eben heutzutage ganz wichtig, Forschung auch sozusagen für die lokale Bevölkerung zu machen, Forschungsfragen von ihnen aufzugreifen, ja, und auch Forschung mit ihnen gemeinsam zu machen. Und man muss ja auch verstehen, dass sie sehr viel Wissen haben und dieses Wissen uns in der Wissenschaft auch wirklich helfen kann. Und welche Fragen stellt die Bevölkerung dort? Was erwartet sie sich? Welche Antworten? Also eine Frage, die sie sozusagen in der letzten Zeit sehr stark beschäftigt hat, sind Erdbeben, die sie wahrgenommen haben. Sie haben gesagt, Erdbeben, im Prinzip sind es Beben, die durch die kalbenden Gletscher ausgelöst werden. Das war für Sie einfach die Frage, ist es häufiger geworden und wird es in der Zukunft auch noch einmal häufiger? Ja, das wäre eine Frage, die Sie natürlich stark beschäftigt. Das andere ist, was sozusagen da vorher auch angeklungen ist, die sogenannten Starkwinde, die Bitterax, ja, die eben wirklich extreme Stürme sind, die Häuser zerstören. Mhm. 1972 war da wirklich ein ganz massives Ereignis, wo sehr viele Häuser zerstört worden sind. Da stellt sich für Sie dann natürlich auch die Frage, was bedeutet das im Zuge des Klimawandels? Und was Interdisziplinarität betrifft, ist es ja nicht komplett unberührt, diese Gegend. Du hast ja auch schon mit der Sozialanthropologie in Wien ein Projekt gemacht. Ja, mittlerweile haben wir schon das zweite Projekt und das ist wirklich sehr spannend. Also im ersten Projekt war unsere Frage auch, wie wird der Klimawandel überhaupt dort wahrgenommen? Ja? Und meine Hypothese war schon, das habe ich einfach aus dem alpinen Raum übertragen, Leute, die sozusagen wie im alpinen Raum sehr nah zum Klima sind, zum Wetter sind, ja, die nehmen Änderungen auch sehr, sehr sensitiv wahr. Und das habe ich mir erwartet, dass das dort auch so ähnlich sein wird. Und das, was wir dann im Prinzip zurückbekommen haben in vielen Gesprächen, Interviews, und da war jetzt die Sozialanthropologie ganz ein wesentlicher Teil, dass das wirklich so ist. Ja. Das hat für sie sehr viel Relevanz, was mit dem Klima und mit dem Wetter passiert. Sie nehmen das sehr intensiv wahr, aber interessanterweise, sie ordnen sozusagen die Änderung nicht dem Menschen zu oder viel weniger dem Menschen zu. Sie sagen, Klimawandel passiert, ja, aber sozusagen der Mensch, der eine wesentliche Ursache ist, ist für sie viel weniger. Und für uns war sozusagen umgekehrt auch sozusagen ihr Wissen einfach über die Vergangenheit eine Möglichkeit, wo wir uns gedacht haben, wir können mehr über die Klimavergangenheit auch erfahren.
In unserem speziellen Fall war es der Schnee. Sozusagen gab es früher extreme Ereignisse, wo sehr viel Schnee war, wo sehr wenig Schnee war und wo das aus den Erzählungen einfach weiter transportiert worden ist. Auch vor dem Hintergrund, dass man von Grönland nahezu keine Informationen über die Vergangenheit hat. Also ich habe keine Messreihen, so wie bei uns in den Alpen, wo der Schnee über 100, 150 Jahre gemessen wurde. Gibt es ganz wenige Schneemessreihen und die sind nur ganz kurz. Aber für die Sozialwissenschaften, das heißt, die Bevölkerung dort ist zugänglich, also das ist nicht so, dass die dann sagen, na, das interessiert mich nicht, was ihr mich fragen wollt, sondern da gibt es schon Berührungspunkte und das funktioniert? Das funktioniert sehr gut, es braucht Zeit. Also ich kann nicht hinfahren und glauben, innerhalb von 2 Wochen funktioniert das. Wenn jemand sowas macht, muss er mindestens 1 Monat, aber eher 3 Monate dort sein. Muss langsam beginnen, sozusagen wirklich die Kontakte zu knüpfen und dann kommt man wirklich ins Gespräch und kann eben genau solche Dinge dann über den Klimawandel erfahren. Und wird man da aufgenommen in die Community? Ich meine, 2800 Einwohner, da kennt jeder jeden. Wird man da dann aufgenommen? Wir sind sehr gut aufgenommen worden, aber das war jetzt natürlich eine organisierte Reise, wo schnell eine Veranstaltung organisiert wurde. Aber ist man da dann, zumindest für die Zeit, wo man dort ist, kann man da Teil der Community werden? Absolut. Aber es braucht Zeit, ja. Und man muss auch sozusagen von sich aus daran arbeiten, wie in jeder Beziehung, wie in jeder Partnerschaft, muss man daran arbeiten, dass es zustande kommt und funktioniert am Ende. Wie sind die Grönländer, kann man das, und Grönländerinnen, kann man das irgendwie sagen? Sind die, also es gibt ja, manchmal wird man sehr schnell aufgenommen in einer Stadt, in einem Land, manchmal. Ich würde sagen, sie sind sehr offen, ja. Also man kommt relativ rasch in Kontakt. Mhm. Aber natürlich, wenn es tiefergehend sein soll, ja, dass ich wirklich so Familiengeschichte oder sowas mitbekomme und erzählt bekomme, das braucht natürlich schon länger. Mhm. Aber an sich ist es nicht so schwierig und sozusagen so eine andere Welt wie bei uns. Okay. Wir haben, also im Arctic Circle Trail ist das ja ein bisschen anders, da ist man ja als Wanderer unterwegs und da haben wir auch die ehemalige Finanzministerin Grönlands kennengelernt, die auch sehr zugänglich war. Sie haben uns getrockneten Fisch gegeben, wie einer Mana-Waffel. Also es war sehr, sehr gemütlich in der Hütte. Und was da auch war, vor diesen Hütten, die unbewirtschaftet sind, stehen immer Tonnen und dann kommen die und verbrennen die Mana-Waffel-Verpackungen in dieser Tonne. Und für uns war das arg, weil wir haben natürlich alles mitgenommen und hätten es dann irgendwo entsorgt und dann sagen die, naja, haust da rein, verbrennt es, weil dort, wo es das du hinbringst, dort wird es auch verbrannt. Also es gibt kein Recycling in Grönland so richtig? Ja, das ist eine ganz große Herausforderung oder insbesondere für uns, wenn wir dorthin fahren, das erste, wenn man mit dem Boot vom Flughafen rüber nach Tasiilaq fährt, wenn man sozusagen in die Ortschaft dann hineinfährt von diesem Fjord, ist es diese Müllhalde, diese riesengroße. Die ist sozusagen ganz offensichtlich sozusagen der Müll, der permanent ins Meer hineinkommt und ins Meer hineinfliegt. Und das ist vielen schon aufgefallen und das war ein interessantes Ergebnis von unserer Reise damals im September. Danach, nach den Medienberichterstattungen, ist auch ein E-Mail zu mir gekommen von einem Paar, die sozusagen in der Kunststoffrecyclingindustrie tätig sind, die auch 2 Firmen in Oberösterreich haben und die auch schon vielfach dort in Tasiilaq waren, denen das natürlich sofort aufgefallen ist. Ja, das ist ein Riesenproblem und sie waren natürlich motiviert, da auch etwas zu tun, auch vor dem Hintergrund, dass sie natürlich die Möglichkeit hatten, etwas zu tun. Sie haben dann eine Recyclingmaschine, also eine kleine Maschine, die vielleicht so groß ist wie dieser Tisch da, haben sie dorthin gebracht. Und diese Recyclingmaschine hat den Zweck, du schmeißt oben sozusagen den Kunststoffabfall hinein und unten kommt der fertige Kleiderbügel oder was auch immer raus. Ja. Sehr einfach, sehr effektiv, funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Ja. Sie haben gleichzeitig auch versucht, ein Sozialprojekt damit zu unterstützen, eben Jugendliche zu motivieren, etwas Sinnvolles zu tun. Auch sozusagen mit den Jugendlichen gibt es dort große soziale Probleme. Also sozusagen ein zweiter Effekt gewesen, aber bis jetzt hat es nur leidlich gut funktioniert. Ja. Also dieses Verständnis, dass ich meinen Mist nicht einfach in die Gegend schmeiße, ja, das ist halt dort ganz anders. Und jetzt war das Interesse von denen halt, wie könnte man das Projekt zum Erfolg bringen. Und ich denke,
Zum Erfolg kommt es dann, wenn man diese Denkweise der Grönländer versteht und dann irgendwie ansetzen kann, dass es ein Eigennutz für sie ist und nicht nur, dass man sagt ihnen, sie sollen das machen und sie kriegen ein bisschen was dafür bezahlt und dann machen sie es, sondern sie machen es von sich aus. Und das ist, finde ich, eine perfekte humangeografische Fragestellung, dass man das einmal versteht und vielleicht dann auch einen Weg findet, wie das in Zukunft funktionieren kann und langfristig und nachhaltig funktionieren kann. Das heißt, das ist ein Forschungsfeld, was man noch bearbeiten kann? Das ist ein Forschungsfeld und eben die zwei, die sozusagen diese Kunststofffirmen da besitzen, sind auch bereit, das zu finanzieren. Und der erste Schritt in dieser Richtung, den wir noch nun gehen wollen, ist eben eine Unterstützung für eine Masterarbeit, also Finanzierung einer Masterarbeit, wo das im Rahmen dieser Masterarbeit dann untersucht wird. Und es sind ja auch Exkursionen geplant, also man kann dann ab diesem Sommer in regelmäßigen Abständen, Studierende, Forschende können da dann hinfahren. Genau, wir haben diese Exkursionen schon seit 2016 eigentlich, also bevor es die neue Station gab, ist immer unwahrscheinlich gut angekommen und hat eben den Hintergrund, dass man den Studierenden wirklich zeigen will, über was wir forschen. Ja? Also nicht nur im Hörsaal schöne Bilder herzeigen und sozusagen theoretisch abhandeln, sondern es ist für uns im Fach ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich auch sieht, dass man draußen ist, ja, gerade wenn es auch mit um die Bevölkerung geht, ja, dass man mit der Bevölkerung in Kontakt kommt. Also vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der Peter hat es ja vorher erwähnt, diese Verankerung in der lokalen Bevölkerung ist für die Station wirklich essentiell. Das ist mir so sozusagen verinnerlicht. Ich habe ja viele Jahre für das Sonnbeck-Observatorium in Österreich gearbeitet. Das ist im Raurisertal und wenn man in das Raurisertal hineinfährt, jeder kennt das Sonnbeck-Observatorium und jeder sagt, das ist unser Observatorium. Ja? Und wenn du irgendwas brauchst, dann kannst du anrufen und du kriegst Hilfestellung. Ja? Oder wenn es darum geht, dass jemand sagt, das ist wichtig, das muss finanziert werden, dann sagen die Leute auch, das muss finanziert werden. Ja? Das braucht es, weil dann ist es nachhaltig und langfristig. Und wie kommt man dann, also wenn man jetzt in der Sozialwissenschaft zum Beispiel ist, wie kommt man da von der Station dann in den Ort Tassilak? Fährt man da dann mit dem Boot? Oder kann man auch zu Fuß gehen zum Beispiel? Also wenn man wirklich Sozialwissenschaft im Ort betreiben will, ja, was wahrscheinlich für die Sozialwissenschaftler naheliegend ist, viel weniger naheliegend wahrscheinlich an die Station zu gehen, aber auch nicht ausgeschlossen, dann würde ich einfach im Ort bleiben. Ja. Auch dort gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man sozusagen dort vor Ort dann ein Quartier hat und dort forschen kann. Und das ist ja sozusagen auch im Zusammenhang mit der Station zu sehen. Also wir wollen ja wirklich sozusagen Forschung betreiben an der Station oder rund um die Station. Es ist ja nicht nur, dass wir im Haus sozusagen da Forschung betreiben, sondern Gletscher ist ja auch sozusagen ein Stück weit weg und der ganze Fjord interessiert uns. Ja. Also es ist wirklich ein größeres Gebiet. Das schließt natürlich Tassilak mit ein. Und Naturwissenschaften, da haben wir ja schon auch die Bilder gesehen, wo du im Gletscherbach stehst. Da gibt es ja einen nahegelegenen Gletscher auch, der relativ gut beforscht ist für grönländische Verhältnisse. Ja, für grönländische Verhältnisse ist er wirklich sozusagen perfekt untersucht, kann man sagen. Perfekt untersucht heißt, dass man sozusagen dort Messungen seit ungefähr Anfang der 1990er Jahre macht. Das ist für Grönland wirklich eine sehr lange Messreihe. Und das ist deswegen so wichtig, weil dieser Zusammenhang zwischen Klimawandel, also was passiert in der Atmosphäre und was bedeutet das dann wirklich für die Eisabschmelzung, weil man das dort über langen Zeitraum schon gemessen hat und wirklich recht gut versteht. Und das natürlich, wenn man jetzt an das große Eisschild denkt, ja auch ganz essentiell ist, auch fürs Eisschild das zu verstehen und berechnen zu können und dann auch die Wirkung auf das Klima, aber auch für den Meeresspiegel, alles, was daraus folgt, eben berechnen zu können. Und man ist ja auch relativ nah am großen Inlandseisschild, das ist ja der Han-Gletscher, den man da sieht, der ja direkt mit dem Eisschild verbunden ist. Genau, das ist einer dieser Auslassgletscher, wo sozusagen dieses riesengroße Eisschild bis ins Meer hineinkalbt und eben diese Kalbungsprozesse, dieses Verlieren von Eis im Wasser, dass da die Eisblöcke sozusagen abbrechen, auch ein ganz wesentlicher Prozess, den man noch viel besser verstehen muss. Das Abschmelzen, was ja der eine Teil ist, wird sozusagen relativ gut verstanden. Dieses Kalben, dieses Abbrechen wird viel schlechter verstanden. Und es gibt dann auch
für Technikfreaks, also im Studium auch Möglichkeiten, oder? Weil wir haben ja auch schon Fotos gesehen, wo viel mit Technik natürlich für die Messungen gearbeitet wird. Das heißt, da kann man sich eigentlich auch austoben. Technik ist ganz essentiell, ja. Klarerweise alle Messgeräte, die wir dort betreiben, sind natürlich Technik, ja. Aber auch in die Zukunft gedacht, ja. Corona hat uns gezeigt, dass wir plötzlich ein Jahr, zwei Jahre nicht hin können, ja. Wenn ich dann eine Messreihe habe, wo ich jedes Jahr zumindest messen muss oder vielleicht jedes Monat messen muss und ich habe dann einen Ausfall über zwei Jahre, das ist sehr unangenehm und für manche Messreihen wirklich ein riesengroßes Problem. Und da kann eben Technik genau helfen. Ich kann irgendwelche Systeme, autonome Systeme entwickeln, die sozusagen in dieser Notsituation zumindest ein Notprogramm messen können und mir dann helfen, sozusagen diese Lücken zu füllen. Und das macht man dann auch bei diesen Exkursionen, wo dann auch die Studierenden ihre Messungen machen können, Teil von großen Messungen sein können, wenn sie dorthin fahren. Was wir mit den Studierenden machen, sind eben, dass wir die Drohnen einsetzen. Ja, es gibt sozusagen das, was ich jetzt vorher gezeichnet habe, sozusagen, dass ich wirklich diese autonomen Systeme habe, die diese Notprogramme fahren. Das gibt es noch nicht. Ja. Das ist sozusagen ein Gedanke, den ich seit einigen Jahren sozusagen überlege, und nicht nur ich, sondern andere natürlich auch, ja. Aber was auch zuverlässig funktionieren muss. Was wir mit den Studierenden machen, ist, dass wir ihnen zeigen, welche Möglichkeiten das bietet mit der Drohne. Ja. Ich kann da vertikale Profile messen, des Zustandes der Atmosphäre, Temperatur, Feuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit. Ja. Also etwas, was sehr einfach geht und sehr viel Information liefert, um zu verstehen, was passiert in diesem Tal, wo dieser Gletscher ist. Ja. Da gibt es den Einfluss vom Meer, den Einfluss vom Gletscher, diese katabatischen Winde, also wo diese kalte Luft da abfließt. Gleichzeitig eben diese Landseewindsysteme vom Meer aus und das kann man mit der Drohne dann wirklich sehr, sehr gut messen und hoffentlich gut auch verstehen am Ende. Und wir wollen auch die katholische Theologie nicht zu kurz kommen lassen. Welche Möglichkeiten bietet sich für dieses Feld? Also das ist ja ein Feld, wo man nicht vielleicht dran denken würde, dass das in Grönland gut wäre, dorthin zu fahren, aber was kann man da machen? Tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, ja. Bin nicht römisch-katholisch. Möchte auch niemandem irgendwelche Vorgaben machen. Aber ich finde schon, das ist mir sozusagen auch bei unserer Geschichte jetzt mit dem Bau der Station aufgefallen. Diese Historie, dass sozusagen die Dänen da hingekommen sind, das war nicht römisch-katholisch, sondern eben evangelisch, ja. Aber dass das sozusagen das Leben dort so stark beeinflusst hat und diese Kolonialisierung eine Wirkung hat, die bis heute noch sichtbar ist, ja, das ist schon etwas, glaube ich, was sehr viel Forschungsbedarf auch erübrigt oder wo sehr viel Forschung passieren sollte, um eben auch diese Konfliktsituation, die wirklich in den Menschen total drinnen steckt, meinem Verständnis nach, ja, dass das irgendwann überwunden wird. Also wir hatten da einen sehr unangenehmen Zwischenfall auch an der Station, wo genau das, finde ich, ausgebrochen ist. Ja? Dass jemand sozusagen dieses Gefühl, da kommt jemand von außen schon wieder, ja? So wie die Dänen damals hingekommen sind und eben sozusagen christianisiert haben. Das sozusagen ja, einen sehr schlechten Nachhall immer noch hat. Was kann man da, also wie war dieser Vorfall? Kann man da ein paar Sätze dazu sagen? Ein Grönländer, der zu viel getrunken hatte, ja, und wie es halt so ist, wenn man zu viel trinkt, ja, dann sein Inneres herauslässt, ja, und dann sind genau solche Dinge aus ihm herausgebrochen. Dann auch die Scheibe eingeschlagen, ja, in seinem Dusel, ja, war in der Situation war es recht unangenehm, aber es hat ihm gezeigt, ja. Da ist ein Riesenproblem da, ja, das gehört eigentlich gelöst, das ist noch nicht gelöst. Ein großes Forschungsfeld auch, und wir haben jetzt dann Zeit, Fragen zu beantworten und vorher noch einmal ein paar Impressionen. Thank you.
wer der PhD in der Einsamkeit, wer ein bisschen eine Pause braucht, zumindest von den, vom sozialen Gefüge, ist dort gut aufgehoben. Weniger gut ist es, wenn man als Schriftsteller glaubt, man muss dort kochen. Das hat uns ereilt, das war nicht sehr gut, muss ich sagen. Aber wir waren zumindest verpflegt auf dieser Reise. Ein Linzer Schriftsteller hat gesagt, ja, der Chef da hat mich angerufen, kannst du vorbeikommen, kochen? Und dann ist er nach Grönland gefahren und hat gekocht und in seinem Buch weitergeschrieben. Eins vor die zwei hat er mehr gemacht. Okay, gibt es Fragen? Jede Frage ist willkommen. Und das Mikro kommt zu Ihnen. Ja, hier haben wir eine Frage. Das ist vielleicht sehr simpel und könnte man wahrscheinlich nachgoogeln, aber gibt es eine, Sie haben gesagt 2800 EinwohnerInnen, gibt es eine Schule oder welche Schulen gibt es in Tasiilaq, weil Sie auch die Jugend angesprochen haben? Also es gibt in Tasiilaq nahezu alles, kann man sagen, und es gibt auch eine Schule. Es gibt sozusagen eine Schule bis, würde sagen, zur mittleren Reife. Aber wir haben eben im Rahmen von einem unserer Projekte oder jetzt in einem laufenden Projekt auch Zusammenarbeit mit Schulen, auch mit einer Schule in Grönland. Wir wollten eigentlich mit der Schule in Tasiilaq zusammenarbeiten, aber ich habe es vorher ein bisschen anklingen lassen. Es gibt sehr große soziale Herausforderungen dort, im Sinne von Missbrauch und Alkoholkonsum. Etwas, was sozusagen auch irgendwie an der Schule nicht spurlos vorübergeht, und da ist diese Zusammenarbeit leider nicht zustande gekommen. Aber an sich gibt es das und ja, ist eine gute Möglichkeit, auch in Kontakt zu kommen. Wobei ein Phänomen ist mir dort aufgefallen, Stichwort soziale Probleme. Ich hätte ja gedacht, dass wer dort einmal die Schule absolviert hat, bis zum Alter von 14, 15 und dann nach Nuuk in die Hauptstadt geht oder nach Dänemark, der ist fort. Ja. Das scheint aber nicht so zu sein. Er sagt, das größere Problem entsteht, wenn die Leute wieder zurückkommen, und sichtlich haben sie so starke Familienbande, dass sehr, sehr viele wieder nach der Schulausbildung zurückkommen und dann keine Beschäftigungsmöglichkeiten vorfinden. Und aber sehr unter Druck stehen, für die Großfamilie auch wirtschaftlich tätig zu sein und ein Einkommen zu haben. Und da war schon eine deutliche Erwartungshaltung auch zu spüren, dass wir eben, bevor das Stichwort Servicierung war, dass wir jemanden anstellen, der dort das laufend betreut, oder dass wir Projekte hinbringen etc. Wenn ich da noch was ergänzen darf zum Peter, sie wollen zurück, die Menschen dort. Das war sehr interessant, was wir gesehen haben. Ja? Also die Menschen wollen wirklich zurück, also die wollen nicht ins Ausland, die wollen dort bleiben. Weitere Fragen? Ja, ganz oben. Ach, der Sport. Ja. Ja, ich wollte genau deswegen nochmal fragen, warum genau es eigentlich keinen Stationsleiter geben soll und ob es irgendwelche anderen Ideen gibt, Leuten irgendwie Jobs zu verschaffen oder andere Projekte zu schaffen, die vielleicht auch die Attraktivität für die Leute da erhöhen würde. Genau, danke. Also die Frage ist, ob wir von unserer Seite sozusagen wirklich, das ist eine Überlegung, die wir angestellt haben, zum Beispiel sozusagen eine Art Hausmeister dort in Tasiilaq zu haben, der unsere Station betreut und wenn irgendwas ist, sozusagen rasch vor Ort ist. Aber es gibt auch Gedanken, es gibt ja sozusagen diese Idee des Citizen Science, wo man sehr viel Forschung auch sozusagen mit Leuten, die interessiert sind, und da gibt es sehr viele, die wirklich an der Wissenschaft interessiert sind, einbinden kann, mitnehmen kann und die wirklich einen wichtigen Beitrag für die Forschung leisten können. Also auch das ist eine Möglichkeit. Aber auch da, ich finde, man muss halt mit kleinen Dingen beginnen, darf nicht sich gleich zu viel vornehmen, aber sozusagen diese Idee mit dem Hausmeister ist etwas, glaube ich, was für beide Seiten sehr, sehr hilfreich und gut wäre. Ich hätte die Frage, wie schaut es auf so einer Forschungsstation dann eigentlich mit Rechenressourcen, Infrastrukturen so aus? Also haben die Forscher die Möglichkeit, dort in einer ganz normalen Büroarbeit in der Zeit auch nachzugehen? Prinzipiell ja. Also wir denken dort an, zumindest ein Starlink maritim einzurichten. Das heißt, man hat da Internet wie zu Hause. Und die restliche IT-Infrastruktur hängt dann natürlich vom Laptop ab, aber ich meine im Prinzip, also man kommt nach Europa ganz normal.
Ja, also per Internet und alles andere ist dann eh ja, online, wie man so schön sagt. Aber ansonsten, also es gibt in jedem Zimmer natürlich Tische, es gibt Steckdosen, ein Wi-Fi in der Station, das heißt, man setzt sich hin, im Prinzip wie in einer Jugendherberge. Aber kleine Nachbemerkung, ich war jetzt dann vielen Stationen schon mittlerweile, es ist wirklich manchmal sehr, sehr angenehm, kein Internet zu haben. Und kann man die Daten sichern? Also wenn ich Forschung dort betreibe mit vielen hunderttausenden Zahlen, ist das? Da ist es natürlich besser, man nimmt die Festplatte wirklich mit, also nicht online, ja, also auch aufgrund der Sicherheit, aber also bei großen Datenmengen muss man sich schon, was die Forschungskampagne das dann betrifft, überlegen, wie man dann mit den Daten arbeitet. Also online übertragen ist dann eher nicht ratsam. Hi, thank you very much. Sorry, I don't speak German, so my question would be in English, and it would be on a more practical point of view. So what do you need to do if you would like to go there? Is there like an application form, or you need to apply for a proposal, write a proposal? Who's going to finance this? And similar ideas. This will be available, so it's not available at the moment, but as for all the other stations in the Arctic, you always have some standard procedure. You have an application form, which you have to fill in, and it will be the same in our case. But it still takes some time, but will come very soon. So we have several requests already from research side, so from chemistry and from biology a lot. So sounds very good, very promising. Sorry? Good question. We currently have the call for the station leader, the scientific station leader. He should should start with the 1st of April, maybe a little bit later, and then this will one of the first steps. So if you are interested, you can send an email and we clearly find some solution. Weitere Fragen? Welche konkreten Pläne gibt es denn für die Umstellung der Energieversorgung? Was ist möglich überhaupt? Das ist die richtige Frage für dich. Ist die, ja. Also unsere Reise ging von Wind über Solar, also PV, bis hin zur Wasserkraft und natürlich in der Notstromvariante mit Diesel. Die große Thematik ist, also jegliche fossile Energie, die muss man hinaufkarren. Das kostet noch einmal extra. Und nämlich gar nicht so wenig, ja, im Sinne von fossiler Energie, also nicht vom Preis, es ist subventioniert. Jedenfalls, der Wind weht in der Nähe der Station, also dort, wo man eine Windturbine bauen könnte, ja, also im Umkreis von circa einem Kilometer, mäßig bis gar nicht, wenn man ihn benötigt. Man hat im Winter ein paar Stürme und im Sommer die Flaute. Das ist ganz ideal für eine Windkraftanlage, also ein No-Go, ja, wie man so schön sagt. Die zweite Variante, die PV wäre technisch möglich, aber da kommen zwei Aspekte dazu. Also da brauche ich auch wieder die Energie, vornehmlich im Winter und in der Übergangszeit. Im Sommer hätte ich eh genug. Die Anlage muss weit überdimensioniert sein. Und dort komme ich aber zu der Thematik, dass ich zwei Aspekte, klimatologische Aspekte habe, nämlich oder wetterbedingt, wie man so schön sagt, den Sturm, also sprich den Bitterrack und den Schneefall. Und beide sind nicht angenehm für meine PV-Generatoren. Das heißt, die Kosten, der Aufwand für PV-Generatoren in Grönland, wenn man in der Dimension, wie man sie benötigen würde, ja, sind extrem hoch. Also wir reden da vom 5- bis 6-fachen der Montagen für die Paneele. Ja, also nicht machbar eigentlich. Und zusätzlich braucht man dann extrem viel Wartung, weil die müssen immer wieder abgeputzt werden und auch vom Schnee befreit werden. Und der Schnee bildet Wächten. Der Sturm würde es mehr runterreißen. Also wir haben beide Aspekte. Und final gäbe es dort die Möglichkeit einer Wasserkraftanlage, weil den See, den wir gesehen haben, also sprich den Bach, das wäre eine Möglichkeit, da überlegen wir gerade, ja, wie das realisierbar ist. Ist aber auch nicht ganz so leicht, weil die Druckrohrleitung, die da runter käme, in diesem Tal permanent durch Steinschlag gefährdet ist.
Das heißt, da müssen wir wirklich aufpassen, wo man sie genau macht und wie man sie konstruiert. Das wären aber zum Beispiel auch, um vorige Fragen zu beantworten, auch wieder Arbeiten, die wir lokal mit lokaler Bevölkerung durchführen könnten. Es sind einfachere Tätigkeiten, wo man sozusagen einen Ingenieur oben hat, aber die Bevölkerung sozusagen mitarbeiten kann und dann auch sieht, was man alles machen könnte. Und gleichzeitig bekommen die natürlich von erneuerbaren Energien ein bisschen was mit. Und welche Rolle spielt da die Temperatur? Also wenn das so weit runtergeht, Diesel, also Kraftstoffe generell und Strom und so und Batterien? Also der Diesel flogt nicht aus, das passiert erst ab 40 Grad, also minus 40 Grad, das Ausflugverhalten grundsätzlich. Oben bei der Station oder in Tassel haben wir minus 15, maximal minus 20 Grad. Also wenn es wirklich hart geregnet, vielleicht minus 25, aber nicht lange. Also die Jänner-Mittentemperatur war, glaube ich, bei minus 5 Grad oder so. Das ist jetzt nicht so wild. Bei Batteriespeichern muss man natürlich dann auch wieder vorsichtig sein. Die muss ich extra heizen, ne, damit die nicht unter 5 Grad zumindest, aber im idealsten Fall bei 20 Grad sind. Also wir haben dort extreme Herausforderungen, was die Nachhaltigkeit betrifft und natürlich die Konstruktion. Thank you so much. I will also ask in English, if that's okay. I actually have a question on behalf of my research group for essential infrastructures at place. Do you have sauna? And if not, are you planning to build one? Thank you so much. We had some thoughts on this, but at the end we decided not to have any sauna. But maybe that's a good reason. Sorry. Wunderbar, wenn der ganze Saal mitmacht. Ja. Ich würde gerne zurückkommen zu der nachhaltigen Energieversorgung. Und zwar wollte ich fragen, also wieso man da nicht im Vorhinein sich Gedanken darüber macht. Also es wäre sinnvoll, bevor man, also wenn man eine Forschungsstation baut, wo es dann um Klimaforschung geht, wieso macht man sich nicht im Vorhinein Gedanken darum, wie man dann die Energie nachhaltig beziehen kann. Und wenn diese drei Möglichkeiten dann nicht passieren können, was ist dann in Zukunft der Plan, die Forschungsstation zu betreiben? Sehr gute Frage, ja. Grundsätzlich ist es so, dass wir auf die Wasserkraft hoffen, ja, muss man schon dazu sagen. PV kann man natürlich auch auf den Horizont, also vertikalen Flächen machen. Wir sind da sehr erpicht, dass wir in Richtung Erneuerbare gehen, aber der Prozess des Evaluierens der erneuerbaren Energieformen, ja, der ist parallel mit der Bauphase vonstatten gegangen. Und bestimmte Dinge sind oben in Grönland ein wenig komplexer, inklusive natürlich der Genehmigungsverfahren. Das heißt, man kann nicht einfach eine Wasserkraft da ganz schnell hinmachen. Aber vielleicht darf ich noch ein bisschen ergänzen. So blauäugig war man natürlich nicht, ja. Aber das Ganze ist gewachsen und hat auch durch die Klimadiskussionen zusätzliche Aspekte bekommen. Begonnen hat das Ganze als gesponserte Einrichtung, ich sage einmal selbstverständlich mit einem Dieselaggregat, ja. Weil unter Berücksichtigung der vorherigen genannten Aspekte landen die meisten beim Diesel, ja. Und letztlich entscheidend ist dann die Kostenfrage. Wir haben da dann irgendwann einmal festgestellt, in Zeiten wie diesen, und ich sage, das sind die letzten drei Jahre und über die Covid-Zeit und die Zeit danach, dann nicht ganz unentscheidend gewesen, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich keine Station haben, die mit Diesel betrieben wird. Und da kommst du dann sehr schnell zu der Frage, wie wird sie genutzt, wie umfangreich wird sie verwendet, wie wird sie im Winter verwendet, wer finanziert die Forschung dort? Und deswegen sind wir bei diesem Ausbauplan mit den Überlegungen jetzt, die der Robert Galowitz genannt hat, und sagen, wir beginnen konventionell, da ist sie gut nutzbar und ist noch immer weit über dem Standard, den viele andere dort bieten. Und dann schauen wir bauen die Installationen so, dass sie ausbaubar ist. Und das sind so ja. Dinge, die leisten wir uns als Universität. Aber ist natürlich immer auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, der Nutzung und letztlich der Möglichkeiten, die da sind. Aber wir sind immer auf der Suche nach Sponsoren, also auch wenn hier im Hörsaal jemand ist, der sagt, er will sich einbringen, herzlich willkommen. Vielleicht auch noch als Nachtrag, wenn ich sozusagen überlegen will, ist die Windenergie möglich, ja, da brauche ich Windmessungen. Das habe ich im Prinzip dort nicht, ja. Also es hat erst Zeit gebraucht,
auch für die Sonnenenergie brauche ich im Prinzip Informationen über die Strahlung. Ja? Das sind alles Dinge, die erst mit der Zeit sozusagen sich entwickelt haben, dass man an diese Informationen so solide herangekommen ist, dass man dann entscheiden konnte, das ist weniger sinnvoll und das andere ist mehr sinnvoll. Und so hat sich am Ende herausgestellt, die Wasserkraft ist klar am sinnvollsten, wenn das so funktioniert. Aber vielleicht ist es auch eine Kombination. Ja? Und es ist, wie es wirklich funktionieren wird am Ende, hat eine große Unsicherheit. Kann ich aus meiner Erfahrung auch vom Sonnenblick sagen, da hat man über viele Jahrzehnte mittlerweile mit solchen Dingen herum experimentiert. Sozusagen das, was ich am Anfang angenommen habe, war am Ende doch deutlich anders. Aber wenn ich da auch nochmal nachfragen darf, es könnte noch scheitern, das Vorhaben nachhaltig zu sein, weil das klingt jetzt so, als gäbe ja es noch keine Bestätigung für Wasserkraft. Oder ist dann der Plan B, okay, dann bauen wir doch das Windkraft ab? Ich würde sagen, der Prozentsatz der Nachhaltigkeit ist die Unsicherheit. Ja? Also ob es 100% nachhaltig ist oder, weiß ich nicht, ein anderer Prozentsatz, das wird sich erst zeigen. Du kannst im Sommer natürlich auch mit PV, den ganzen Sommer, sozusagen von Mitte Frühling bis Mitte Herbst mit PV die Station betreiben. Das würde funktionieren, aber dann eben nicht. Okay. Also es liegt auch an der Nutzung. Wenn wir es nur im Sommer nutzen, dann ist es leicht, völlig nachhaltig zu sein. Im Winter gibt es keine Strahlung. Ja? Der Wind ist zu wenig. Dann gibt es vielleicht noch die Wasserkraft, die muss aber funktionieren. Ja? Also es ist nicht so trivial, wie man vielleicht im ersten Moment glaubt. Das, was selbst bei uns in den Alpen relativ einfach ist, finde ich, mittlerweile ist dort immer noch nicht einfach. Wurde die Frage ausreichend beantwortet? Mehr als ausreichend. Anscheinend nicht, da gibt es... Gut. Ja, wenn das Wasser fließt, dann gefriert es auch nicht. Bitte? Nein, nicht der Gletscherabfluss, das ist ein See. Der See ist gefüllt, ja, sozusagen verliert Wasser über den Winter und baut sich über den Sommer wieder auf. So weit haben wir schon gedacht. Ja, ja, und den haben wir vor der Haustüre zum Glück. Genau, zu dem Thema jetzt nochmal. Ich finde es trotzdem durchaus vertretbar, vor allem wenn man im Sinne der Nachhaltigkeit forscht, in manchen Aspekten nicht 100% nachhaltig zu sein. Weil wir halt manchmal einfach nicht die Möglichkeiten haben und vor allem, wenn wir jetzt da Klimaforschung betreiben wollen, muss man manche Sachen in Kauf nehmen. Und dann habe ich noch eine separate Frage, nämlich welche Arten von biologischer Forschung werden denn da geplant, durchgeführt zu werden? Also ist es hauptsächlich botanisch oder kann man da auch zoologische Forschung machen, meinetwegen mit Verhaltensbeobachtungen oder mit Meeresbiologie? Also bis jetzt die Nachfragen sind vorwiegend botanisch, würde ich einmal sagen. Es gab auch eine Anfrage aus der Mikrobiologie. Aber aus der Biologie, das was mir nur ein bisschen aufgefallen ist, aber unseren Biologen sofort aufgefallen ist, dass das ein Flechtenparadies ist. Ja? Und die Uni Graz da auch sehr viel Expertise hat im Bereich der Flechtenforschung. Also es hat sich sehr, sehr gut gedeckt. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Entwicklung, wo sich sehr viel entwickeln wird. Dann natürlich die Bettina Weber war auch sehr interessiert. Aber also. Aber es ist ja so, dass eigentlich man machen kann da oben, was man möchte, oder? Im Prinzip ist es offen, also wenn man Richtung... Also es gibt ja keine Vorgaben, es ist jetzt nicht so... Überhaupt nicht. Dass da... Weil das naturwissenschaftlich ist, muss es Naturwissenschaft dort passieren und es muss auf was aufbauen, was es schon gibt. Nein, oder? Man kann Tabula rasa. Jede gute Idee ist willkommen. Also wir sind dafür alles offen. Und wer Potenzial sieht, dass er diese Station nutzt, und das war bei der Mikrobiologie, die irgendein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ein Gerät testen wollen, ja, was sozusagen dann im Vorfeld der Station im Bereich des Fjords getestet wird, ja, wenn das dort sinnvoll ist, ist es perfekt für uns, ja, wenn die Station genutzt wird. Ich habe noch mal eine Frage, also was also ein bisschen in die Energie reingeht oder auch in die Umwelt, in den Umweltschutz. Was passiert mit dem Abwasser?
Wir haben ja eine Toilette, haben wir gehört, eine normale. Ja. Was passiert mit dem Abwasser? Können wir dann nicht auch Biogas nutzen? Geht das überhaupt? Wie viel wird denn da anfallen? Ich meine, das sind solche Fragen. Und gerade, ich bin Umweltanalytiker, ich würde da ganz gerne dann direkt vor der Forschungsstation Wasserproben nehmen. Wenn natürlich das Abwasser dort reingeht, ist das natürlich weniger sinnvoll. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben grundsätzlich angedacht, bei der Station eine gewisse Nachhaltigkeitspolicy anzuwenden. Das bedeutet, also alle Reinigungsmittel, Waschmittel, auch persönliche Pflegemittel, die auf der Station verwendet werden, müssen abbaubar sein. Also als Beispiel gilt jetzt zum Beispiel ein Frosch, das kennt jeder, Froschspülmittel zum Beispiel, ja, und in nur geringen Mengen angewendet werden dürfen. Aber da gibt es noch viel mehr und da sind wir gerade beim Ausarbeiten, wie wir dort vorankommen. Relevant ist es natürlich, dass wir bei den Abwässern ja, auch versuchen, die zu reduzieren. Also den grundsätzlichen biologischen Abfall, den wir haben, den dürfen wir sowieso nur innen lagern. Den dürfen wir nicht einmal draußen irgendwo hingeben, weil sonst ziehen wir ja Lebewesen an, die uns nicht gut gesonnen sind manchmal. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, was die restlichen Abfälle betrifft, eine Müllverwaltungsstrategie. Ja, das heißt, wir versuchen so wenig wie möglich Plastik, wiederverwertbare Verpackungen, Eurotransportboxen zum Beispiel für den wöchentlichen Einkauf nach Tasiilaq im Falle, dass eine größere Forschungsgruppe vor Ort ist, ja, weil die müssen natürlich auch selber kochen. Ja. Das heißt, denn jeder Abfall, den wir dort produzieren, den müssen wir wieder woanders hinbringen. Und wie wir es gehört haben, er wird einfach verbrannt manchmal und das wollen wir natürlich auch nicht. Biogas, ganz kurz, im Sommer vielleicht möglich, es wäre vielleicht sogar ein Forschungsprojekt, ja, haben wir aber momentan nicht angedacht. Im Winter wahrscheinlich nicht so. Ja, also bei den Temperaturen ist es mit dem Biogas ein wenig, ja, weil wir bräuchten ja für solche Anlagen auch zusätzliche Substanzen. Ja, und die dorthin zu bringen wieder, das ist die große Frage, aber man kann sich das natürlich überlegen, ja, und mal schauen, welcher Aufwand entsteht dabei und wie wäre das möglich. Es wäre natürlich eine Forschung wert, nur als Beispiel. Aktuell ist es so, dass in ganz Grönland die Abwässer ins Meer gelangen, also Kläranlagen gibt es keine, da wir aber absolut keine biogenen Abfälle, also die nicht rein natürlich sind, dort hineinleiten, ja, ist es auch laut grönländischen Vorschriften zulässig. Ja. Es gibt aktuell auch keine andere Möglichkeit, denn auch am Land das zu verbrennen, ja, wäre mit Problematiken versehen. Okay, ich habe eigentlich zwei Fragen. Also zur ersten Frage, Laboreinrichtungen, das wird sozusagen so ganz einfache Dinge werden möglich sein. Und klarerweise kann man dann auch überlegen, wenn jemand irgendeine besondere Anforderung hat, dass man das dort dann sozusagen einfach einrichtet, dass es zur Verfügung steht. War an sich ist es gedacht, ein einfaches Trockenlabor, ein einfaches Nasslabor zu haben, in Analogie, wie es andere Stationen auch haben. Hängt natürlich immer vom Bedarf ab, was sozusagen da gefordert ist. Und was die Förderung betrifft, kann ich auch sagen, gibt es einerseits diese schöne Seite, dass der Professor Just sich bereit erklärt hat, ein Masterstipendium zu unterstützen, auch mit Unterstützung von der Universität, vom Rektorat. Da wurde heute der Vertrag unterzeichnet. Professor Just ist da und ich möchte ihm ganz herzlich dafür danken und hoffe, dass wirklich ganz tolle Arbeiten aus dem entstehen. Was das Doktorat betrifft, haben wir das eine Doc Academy Konsortium, wo das auch eine Rolle spielen soll. Aber das muss sich noch mehr entwickeln. Aber an sich ist es schon gedacht und wir haben ja selbst in unserem Bereich jetzt schon viele Dissertationen laufen, die in diese Richtung gehen. Aber klarerweise hoffe ich, dass das auch noch mehr wird. Weil wir viel von anderen Stationen hören. Wie ist denn das Thema Nachhaltigkeit in anderen Stationen? Ist das ein Thema? Ist das jetzt hier das erste Mal? Oder wie hat sich das entwickelt? Wie ist da der Stand der Dinge bei anderen? Also wenn ich auf die Nachhaltigkeit schaue, auf viele andere Stationen,
Da ist großer Aufholbedarf bei vielen Stationen, würde ich sagen, ja. Insbesondere jetzt auf Grönland bezogen. Also die meisten haben ausschließlich eine Versorgung mit einem Dieselaggregat. Man ist mittlerweile sozusagen dran, dort wo es geht, ja, stark auf PV zu setzen, mhm, und sozusagen die Dieselaggregate zumindest teilweise zu ersetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie völlig aus der Reihe fallen, sondern sozusagen wir sind mit unseren Gedanken eigentlich schon sehr weit voran, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen. Okay. Aber es ist ja halt auch nicht so einfach. Also wenn ich an eine Station denke, in Grönland habe ich halt oft das Problem, dass im Winter keine Sonne da ist, ja, und dann brauche ich entsprechend Speicherkapazitäten, um die Energie zu speichern. Das muss ich aber wieder auch warm halten, ja, dass die Batterien eben funktionieren. Also sehr viele Herausforderungen, die zu meistern sind, die nicht trivial sind. Mhm. Also zur Frage der Farbe ist, dass das ein bisschen wetterabhängig war. Das war nicht so ganz strahlender Sonnenschein, wo diese Aufnahmen gemacht wurden, wo wir bei unserer Reise damals im letzten September dort waren. Es ist dunkelblau, ja, und es ist so eine Standardfarbe, die dort viel verwendet wird in Grönland. Also wir wollten, das war natürlich auch eine Überlegung, wie soll dieses Haus ausschauen? Und meine Überlegung war dann, es möglichst so zu machen, wie es halt lokal üblich war. Das ist sozusagen in das Ambiente dieser Gegend passt. Aber es spart nicht irgendwie Heizkosten oder so, weil es finster ist, also dunkel ist und sich deshalb das Innere mehr aufheizt. Ein Wengerl. Ein Wengerl, okay. Das ist auch eine Überlegung und wir haben ja diese Kooperation mit der Universität Kopenhagen und die Universität Kopenhagen hat eben diese Möglichkeit, dass jedes Jahr im Sommer Masterstudierende dort sind, die sozusagen diese ganzen Grundmessungen, die notwendig sind, betreuen. Da ist unsere Idee, das eben gemeinsam mit der Uni Kopenhagen in Zukunft zu machen, dass auch von unserer Seite ein Masterstudierender oder eine Studierende sozusagen diese Möglichkeit hat, was ganz toll ist, finde ich, ja, wenn man da sehr viel lernen kann dabei. Gleichzeitig auch ein Nutzen für die Station. Dann kommen wir zu den letzten Fragen. Das Mikro gibt es schon auf. Ja, es gibt schon ein bisschen auf. Welche Überlegungen gibt es da eigentlich wegen der Preisgestaltung, Übernachtung, Forschungsaufenthalt, Benchfees und so weiter? Das ist ja auch gerade in Entwicklung und das hängt wieder sozusagen an unseren Scientific Station Manager oder Station Leader, der natürlich in diesem Prozess involviert sein soll, aber da wird es ganz klare sozusagen Tabellen geben, was das kostet für die Übernachtung, ähnlich wie es für jede andere Station auch verfügbar ist. Etwas Geduld noch, aber es wird ganz sicher in kürzester Zeit verfügbar sein und sollte ganz klare Richtlinien vorgeben. Und da war noch eine letzte Frage. Danke, weil ja sowohl eben die Sozialwissenschaften, Religionswissenschaften dazu angesprochen worden sind, als auch Studierendenexkursionen. Also logischerweise ist sowas tatsächlich interessanter jetzt in der Stadt oder sonst wie, aber versteht es richtig, es wäre aber angedacht, dass man zum Beispiel im Rahmen einer solchen Exkursion auch die Station besuchen könnte. Auf jeden Fall, ja. Also wenn das sozusagen ins Programm passt. Und wenn ich an unsere Exkursion denke, die wird jetzt im nächsten Sommer gemeinsam mit der Biologie stattfinden, also auch schon interdisziplinär sein. Und wir richten es auch immer so aus, dass wir sozusagen auch humangeografische Themen aufgreifen. Also wenn es interdisziplinär ist, ist, glaube ich, für die Studierenden viel mehr Mehrwert dabei und sehr willkommen. Und wenn die Station dabei ist, noch einmal sehr gern. Gut, also die zwei Hauptpunkte in der Fragerunde: Nachhaltigkeit der Station und wie kann ich dort forschen. Und
Die Veranstaltung ist jetzt im Prinzip zu Ende, im Prinzip deshalb, weil es natürlich jetzt im Nachgang draußen noch die Möglichkeit gibt, etwas zu trinken und den Robert und den Wolfgang weiterhin mit Fragen zu löchern. Also es hört deshalb nicht auf und es sollen viele neue Forschungsprojekte nach diesem Abend auf der größten Insel der Welt entstehen. Vielen Dank. Danke, Paul. Gut gemacht. Es war kurzweilig und ich glaube, es waren alle jetzt. Also es war jetzt echt was los, finde ich. Nein, es war super. Die Diskussion war sehr ergiebig. Ja. Es war halt wirklich, dass überhaupt keine Studierenden gekommen sind. Also es sind ja alles eher Leute, die schon weiter sind. Deutlich weiter sind. Ja. Längerfristige Forschung. Ja. Ja, es ist interessant. Ich meine, ja, vielleicht haben sie geglaubt, sie können da sowieso nicht hinfahren. Ja, nicht einmal die schon auf Exkursion mit, na passend da, aber vielleicht habe ich es auch übersehen, ja, aber ich hätte mir erwartet, dass viel mehr kommen. Einfach. Gut. Guter Hinweis. Hauptsächlich mal gefühlt. Aufkommen.